Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sie sind Autor, Sie haben Prosa und Lyrik veröffentlicht und Sie waren drogenabhängig, und zwar von der Droge Crystal Meth vor allen Dingen. Können Sie mal beschreiben, was das für eine Droge ist? Ja, Crystal Meth ist die potenteste Leistungsdroge auf dem Markt. Es gibt nichts drüber, und das eigentlich schon seit über 100 Jahren. Weil ja viele Leute, die sich ein bisschen mit der Droge auseinandersetzen, ist auch rein nur passiv, glauben ja, dass es eine Problematik der letzten 10 Jahre ist, aber das ist ja nicht so. Ja, also die gibt es schon sehr lange, die Droge. Genau. Wie wird sie denn genommen? In welcher Form? Ja, das gibt verschiedene Konsumformen hier in Deutschland. Also ich komme ja aus Leipzig, im Osten Deutschlands, ist das meist der nasale Konsum. Also man legt sich halt eine Line. Ähnlich wie Kokain? Korrekt. Aber jetzt in den letzten 10 Jahren haben wir noch eine dramatischere Entwicklung eigentlich zu beobachten, denn es wird auch jetzt geraucht, das heißt im Szene-Jargon blechen, ja, also die Kristalle auf eine Silberfolie legen und dann die Dämpfe einatmen. Und natürlich haben wir auch in Leipzig eine harte Fixer-Szene, die sich das Ganze halt intravenös injiziert. Wann war das letzte Mal, dass Sie Crystal Meth genommen haben? Das war im Jahr 2007, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber das Jahr weiß ich, weil da auch für mich ein Lebensumbruch stattgefunden hat. Das ist auch ganz wichtig zu benennen, ja. Vielleicht können Sie uns da mal näher mit hinnehmen. Also vielleicht können Sie uns erstmal beschreiben, wie die Wirkung war der Droge, als Sie sie zuerst genommen haben, und dann über diesen Verlauf. Naja, da muss man jetzt echt massiv in die Vergangenheit zurückgehen, ja. Also ich hatte ja noch das Glück, eine drogenfreie Schulzeit zu haben. Ich habe 96 Abitur gemacht. Und bis dahin hatten Sie nicht mal groß Alkohol getrunken? Nö, also die gängigen Geschichten halt, wie es halt so ist als Heranwachsender. Mal am Wochenende eine Party, da hat man mal jemanden gesehen, der dann Joint raucht. Also ganz normal letztendlich. Und dann, und das ist eigentlich das Erstaunliche, ging es wirklich innerhalb eines Jahres, also 96, ich habe dann Zivildienst noch gemacht, innerhalb eines Jahres, 96, 97, von Gras über Amphetamine bis hin zum Crystal. Also im Zeitraffer eigentlich ein harter Drogeneinstieg. Zeigt also, wie schnell Crystal Meth abhängig macht. Wie war das beim ersten Mal? Können Sie sich an diese besondere Wirkung der Droge noch erinnern? Ich kann mich an mein erstes Mal Crystal Meth nicht erinnern. Das ist eine Frage, die kommt oft, aber man muss auch sagen, man hat sich auch sehr viel weggezogen, möchte ich mal sagen, ja. Also wenn man 3, 4, 5 Tage wach ist und dann eine Woche schläft, wird das Gedächtnis irgendwo auch beschädigt. Ich kann auch sagen, also ich kam ja aus Weißenfels, ich bin in Weißenfels aufgewachsen, eine ostdeutsche Provinzstadt in Sachsen-Anhalt, also absolutes Klischee. Und man muss wirklich erwähnen, dass damals, 97, als Crystal bei uns aufkam, erschien, wir ja gar nicht wussten, dass das Crystal ist. Sie haben es mal bezeichnet, glaube ich, als das Teufelszeug der Nachwendezeit. Korrekt, ja. Also weil es einfach auch in diese strukturschwache Landstriche passt, möchte ich mal sagen. Also gerade Osten auch mit dieser massiven Frauenabwanderung, Männerüberschuss, ja, dann strukturschwache Gegenden. Und da passt Crystal einfach massiv rein. Man könnte es auch als Kokain des armen Mannes beschreiben. Ja. Aber nochmal zurück zur Frage, wie gesagt, uns war damals, wenn ich uns sage, rede ich von der Clique, in der ich war, war es nicht bewusst, dass das Crystal Meth ist mit den Folgen, mit der Stärke, so wie wir es heute kennen. Sebastian Kasper ist zu Gast in SWRs Leute. Sie haben eine 10-jährige Drogenkarriere, wobei das Wort Karriere in dem Zusammenhang eigentlich falsch ist, aber man sagt es so dahin, haben Sie hinter sich von 1997 bis 2007. Eine ganz besonders gefährliche Droge, Crystal Meth. Da sollen auch die gesundheitlichen Folgeschäden sehr gravierend sein. Welche Schäden können Sie bei sich ausmachen? Nun, ich habe körperlich da ziemlich Glück gehabt, muss ich mal sagen. Also wir kennen natürlich alle diese Faces of Meth aus den Staaten, vorher, nachher. Da muss man natürlich sagen, und da sind wir jetzt auch schon mitten im Thema drin, also man sieht es nicht jedem Drogenabhängigen an, dass er drogenabhängig ist. Ja. Und ich halte auch solche Dämonisierungsfotos ein bisschen gefährlich. Denn die gibt es sehr häufig, gerade bei Crystal Meth. In der Recherche sah ich das, was Sie gerade angesprochen haben, verfaulte Zähne, abgemagerte Körper, also ganz erschreckende Bilder. Was haben Sie dennoch an gesundheitlichen Schäden? Denn die gibt es, die gab es auch in Ihrem Körper. Was haben Sie gespürt? Also was jetzt bis heute eigentlich hineinstrahlt in mein Leben, ich habe mir durch diese massiven
Drogenkonsum, durch diese Leistungsdrogen schon die Schlafhygiene kaputtgeschlagen. Ja? Eher psychische Sachen, möchte ich mal sagen. Also klar, zum Ende der Sucht hin habe ich auch massive Herzrhythmusstörungen gehabt. Also das ist ja dann diese Szene, wenn man da alleine in seinem Zimmer sitzt vorm Rechner und schon allein konsumiert, ist ja eine Steigerung von Sucht. Also sich halt einen Gramm geholt hat und das Gramm dann sinnloserweise einfach nur weggezogen hat. Auf der einen Seite hat dann bei mir der Herzschlag ausgesetzt, also Herzrhythmusstörung, weil einfach der Kreislauf massiv überlastet war. Und man sitzt da mit dem Daumen an der Halsschlagader und wartet auf diesen Herzschlag, der aussetzt und das Herz stolpert wieder rein. Also auf der einen Seite Todesangst, das könnte jetzt gleich in 5 Minuten vorbei sein. Und auf der anderen Seite der totale Kontrollverlust, weil ich habe mir halt noch eine gelegt und habe mir noch eine reingezogen. Und das haben Sie nicht alleine gemacht, sondern mit Ihrer Clique. Sie hatten das eben angesprochen. Sie haben auch heute nach wie vor Kontakt zu Mitgliedern aus der Clique. Wie geht es denen heute? Die haben es nicht alle geschafft, von der Droge loszukommen. Richtig. Ja, es sind auch einige gestorben, muss man sagen. Ja, also es sind ja wirklich dramatische Existenzen dahinter. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt ein halbes Jahr konsumiert und dann tot umfällt, sondern man schafft es schon auf dieser Droge. Und was man sagen muss, viele haben diese Droge zur Leistungssteigerung für die Arbeit auch genommen. Ja. Also was für eine Gesellschaft haben wir, das steht immer so dahinter. Das ist gerade bei Crystal Meth auch ein Thema, dass diese Droge auch unserer Leistungsgesellschaft entspricht. Haben Sie das auch feststellen können? Das ist absolut meine Meinung. Crystal Meth passt immens in unsere Leistungsgesellschaft, in unsere digitalisierte Welt. Ja, weil der Arbeitgeber wird sich freuen, wenn derjenige 70 Stunden die Woche macht und wird auch nicht fragen, warum. Ja, also wir leben ja auch in einer Zeit, wo Schwäche ein Makel ist. Ja, also wo man sich sogar überlegt, wenn ich jetzt erkältet bin, ob ich jetzt auf Arbeit gehe oder nicht. Also es ist ja auch immer dieser Druck da. Ja, also höher, schneller, weiter. Das ist unsere Kultur, das ist unser Lifestyle. Und da passt Crystal massiv dazu, natürlich. Ja. Und zurück zu Ihrer Clique, zu den Leuten, die es nicht geschafft haben. Sie sagen, die Sucht ist ein lebenslanger Kampf. Versuchen die auch da wegzukommen? Dienen Sie inzwischen als Vorbild? Wie ist es? Nun, also ich kenne ein, zwei noch aus der Clique von früher. Mit einem bin ich gerade sehr in Kontakt, auch weil er von Rückfällen geprägt ist. Also eine ganz interessante Nummer. Er war 6, 7 Jahre lang clean. Und ist dann wieder durch einen dummen Zufall auf einen Menschen getroffen, der das Zeug hatte. Und dann geht's halt los, ach, nur einmal. Und derjenige war jetzt 3 Jahre massiv drauf, hat da am Tag 100 Euro dafür ausgegeben. Ja. Wenn Sie auf Ihre Vergangenheit blicken als Drogenabhängiger, da geht es ja auch um Persönlichkeitsveränderungen. Wie hat sich Ihre Persönlichkeit damals verändert? Ja, zum Negativen definitiv. Also das kann man jetzt gar nicht so ad hoc sagen, weil wir reden hier über 10 Jahre. Das ist eine lange Lebensphase, wo es auch Ups und Downs gibt, also wo es auch gute Zeiten gab. Und machen wir uns nichts vor, die Anfangszeit war ja gar nicht schlecht auf der Droge. Ja, also wenn Drogen oder gerade Crystal nur Kopf- und Bauchschmerzen erzeugen würde, würde es ja keiner nehmen. Irgendwas, es war immens leistungssteigernd für Sie. Was haben Sie noch gespürt? Ich war immens kreativ. Ja, also ich bin ja nun Musiker und Autor. Ich habe geschrieben auf der Droge. Ich habe Gitarrenriffs früh um 4 bei mir im Zimmer erschaffen. Die ersten 2 Jahre. Dann ist das aber auch vorbei irgendwann, ja. Weil jeder Junkie, jeder Konsument jagt ja diesem ersten Kick hinterher. Und der kommt ja nie wieder. Ja. Und dann, zu Ihrer Frage, ist es ja so, dass das ein Selbstläufer wird. Das wird Komponente in deinem Alltag. Und zum Schluss war es so, dass ich das eigentlich nur noch aus Gewohnheit gezogen habe und es eigentlich meine sämtlichen negativen Charaktereigenschaften eigentlich hervorgebracht hat, also alles, die jeder Mensch hat. Aber das Positive war halt weg. Ja, also man wird auf Crystal eiskalt, man wird auf Crystal egoman, man ist ja auch immens gestresst, ja, man ist ja immens gestresst durch die Droge und kann sich eben nicht auf diese zwischenmenschlichen Facetten einlassen, die so viel ausmachen. Ja, und Sie haben dann diese Geschichte aufgeschrieben in Zone C. Und ich fand es sehr berührend zu lesen. Es ist mit einer großen Poesie geschrieben, aber auch mit einer großen Traurigkeit, die da drin steckt. Da fallen so Sätze wie, ich habe dieses Leben nie gemocht. Oder, um nicht zugeben zu müssen, dass alles Zwischenmenschliche reines Geschäft ist. Verliert man da sein Dasein als Menschenfreund? Ja, man verliert in erster Linie erstmal sich selbst.
Ja, also weil der Sebastian, der ich heute wieder bin, der ist eigentlich ein sensibler, kommunikativer, lebensbejahender Typ. Ja, und das ist man auf Christel halt nicht mehr. Man ist ja auch ständig in diesen Abklatsch-Situationen, sage ich mal. Also wenn eben dann die Wirkung nachlässt, die Endorphine, die Glückshormone sind halt rausgespült aus dem Hormonhaushalt. Dann ist man halt hochdepressiv, dann fängt man an, sich selbst zu verletzen, dann fängt man an zu zweifeln, dann springen Leute aus dem Fenster, weil sie einfach wirklich massiv depressiv sind und geht ja auch hin bis zu einem psychotischen Schub bei manchen Geschichten. Man verliert den Lebensfunken. Ja, das ist dieser Geschichte auch wirklich genau anzuspüren. Und dennoch sagen Sie jetzt im Rückblick, wo Sie sich intensiv damit befassen, es gibt im Grunde so zwei Typen von Suchttypen. Welche haben Sie da ausmachen können? Warum hat es Sie gerade erwischt? Ja, das ist halt meine subjektive Meinung, ja, so wie ich es mir halt erkläre, weil heute mit 43, gerade in solchen Interviews, es ist ja auch eine Reise für mich. Ja, also ich versuche ja zu ergründen, warum hat es den Sebastian damals dahin getrieben. Und ich bin der Meinung, es gibt mindestens zwei Persönlichkeitstypen, wenn wir über Sucht reden. Der eine Persönlichkeitstyp ist halt jemand, der hat einen immensen Respekt vor dem Kontrollverlust, einen immensen Respekt auch vor einer Droge, vor einer Wirkung einer Droge. Das ist halt jemand, der zu Silvester zwei Glas Sekt trinkt und wenn er ein bisschen betrunken ist, raucht er eine Zigarette und das war voll krass. Ja. Und dann gibt es Leute wie mich, die ambivalent sind, die Lust an Grenzüberschreitungen haben, die ja auch Brüche haben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Bin ja Scheidungskind. Gab auch häusliche Gewalt. Also es gab in jungen Jahren bei mir, Kindheit, Jugend schon, Verletzungen in der Seele, die ich sicherlich versucht habe, mit dieser Droge zu betäuben. Das gelingt ja auch temporär. Plus ein paar Jahre später, dann steht man halt vor zwei Baustellen. Mit 10 Jahren wurde die Welt zerschlagen, in der ich mich geborgen gefühlt hatte. Sebastian Kasper, so haben Sie die Scheidung Ihrer Eltern beschrieben. Welche Narben aus Ihrer Kindheit haben Sie ausmachen können? Sie gucken gerade so überrascht. Ja, ich bin immer ganz überrascht, was ich schon so alles öffentlich gesagt habe. Ja. Aber es stimmt natürlich. Also lässt sich finden, ja? Ja, lässt sich finden, ist ja auch gut so. Also nochmal vorab, also ich weiß auch, dass es Kindheiten gibt, die noch viel, viel schlimmer waren. Ja, ich bin ja Sozialarbeiter und bin da auch an der Frontlinie. Aber ja, wenn ich so an die ersten Erinnerungen in meinem Leben zurückblicke und an die ersten Verletzungen, dann waren es schon diese Sachen. Ja, dann war es diese Entwurzelung, dass ich meine Eltern haben halt scheiden lassen. Hab da auch Konflikte mitbekommen, hab da auch noch Bilder in meinem Auge, also wie da die Konflikte zu Hause stattfanden. Und als Kind ist man ja unparteiisch. Ja, als Kind liebt man ja beide Eltern. Es geht ja sogar so weit, dass Kinder, die missbraucht worden sind von den eigenen Eltern, sie trotzdem noch lieben. Das zeigt, wie stark diese Bindung ist. Kinder versuchen das oft zu kitten und dabei treten sie selbst zurück. Genau, es ist eine ganz, ganz schlimme Dynamik und da habe ich auch ein ganz großes Herz dafür, muss ich sagen, ja. Und also wie gesagt, mit 10 die erste Entwurzelung, das Nest wurde zerstört, dann ja, verschiedenste Stiefväter, also auch immer neue Personen, auf die man sich einlassen muss, obwohl man ja eigentlich sein Leben zurücksehnt. Dann auch, ja, unschöne Geschichten von einem Stiefvater, das ist das falsche Wort, von einem neuen Partner meiner Mutter damals. Ja, dann auch, was auch ein großes Trauma war, bin ich mit 15 dann auch von Nazis ins Koma getreten worden. Das geht vielleicht auch noch so eine Geschichte. Es war halt eine wilde Zeit, muss man auch mal sagen. Ja, so nach der Wende. Ich bin ja ein typisches Wendekind. Also in der Pubertät massiv in diese Wende reingerutscht und da gab es natürlich auch ganz, ganz viel Versagen auf staatlicher Seite und auch im gesellschaftlichen Sinn. Ja. Und so wie Sie da reingerutscht sind in diese Drogenszene, was hat Ihnen denn am Ende geholfen, da wieder rauszukommen? Ja, es klingt kitschig, aber man muss es erwähnen, es ist halt die Liebe gewesen. Ja, das, aber klar, dass wir reden jetzt hier von einem halben Leben, was wir ein bisschen runterbrechen müssen. Also, da gehört aber mehr dazu. Ja, also, in meinen Veranstaltungen frage ich die Kids ja auch immer, was meint ihr denn braucht es, um aus einer Sucht auszusteigen? Und das sind meiner Meinung nach 3 Säulen. Und alles beginnt, wie alles im Leben, mit der eigenen Motivation. Ja. Und die eigene Motivation. Sie gucken gerade so kritisch. Alles gut, ja. Die eigene Motivation, dann radikaler Wechsel des sozialen Umfeldes zum einen
Und dann, und daran scheitern die meisten Konsumenten, ein neuer Lebensplan, ein neues Lebensziel. Und fehlt es denn an der eigenen Motivation vor allen Dingen, weil Sie haben das gerade beschrieben, Ihre Biografie, Nachwendezeit, es wurden viele Fehler gemacht. Da kann man ja dann auch etwas auf andere schieben und die eigene Motivation kommt dann vielleicht zu kurz. So etwas wie ein Opferverhalten, dass man sich darauf einlässt. Gibt es das? Weiß ich nicht, ob es das gibt, sicher, aber ich war nie der Typ, um Opfer zu sein. Ja. Also mir war klar, dass ich das alles selber zu verantworten habe. Ich habe in meiner Drogenzeit war ich auch nicht kriminell. Das sind auch Fragen, die immer kommen. Ja. Also meine Sucht, meine Drogen, mein Substanzmissbrauch war eine absolut eigene Selbstzerstörung. Das war nur gegen mich gerichtet. Ja, und ich habe da auch niemanden mit reingezogen. Also ich habe da auch nicht gedealt. Das war halt war nur auf mich fokussiert. Und ja, das ist natürlich, aber das kann ich heute mit 43 sagen. Also um das zu erkennen, sind auch ein paar Jahre vergangen. Sebastian Kasper zu Gast in SWR1 Leute. Sie waren 10 Jahre lang drogenabhängig. Wir wollten darüber sprechen, was sie rausgeführt hat. Was kann anderen auch beispielhaft helfen? Genau, also zum einen muss ich jetzt erstmal sagen, dass ich natürlich immer noch süchtig bin. Das ist ja eine Erkrankung. Und ein lebenslanger Kampf. Aber Sie nehmen diese Drogen nicht mehr? Nein, aber man ist ja immer wie ein Alkoholiker, wie ein trockener Alkoholiker ist man ja süchtig und muss da schon tagtäglich, sage ich mal, sich damit auseinandersetzen. Darum arbeite ich zum Beispiel auch nicht hauptamtlich in meinem Beruf in der Drogenhilfe. Ja, weil ich das da, wäre zu gefährlich. Es wäre zu nah dran und ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte, glaube ich, für die Klientinnen dort auch keine Empathie empfinden. Ja, ich werde nicht professionell, weil ich weiß, wo die sind und ich weiß, wie der Weg nach draußen ist. Und dennoch machen Sie die Präventionsarbeit? Ist das da nicht ein Widerspruch? Nein, weil die Präventionsarbeit richtet sich ja eigentlich zu 99% an Leute, die eben noch nicht konsumieren. Ja, an die Jugend. Wo man meiner Meinung nach noch was erreichen kann. Das heißt, die anderen haben Sie aufgegeben? Was heißt aufgegeben? Ich weiß, dass wie alles im Leben man jeden Schritt nur alleine gehen kann. Ja, und um aus einer Sucht auszusteigen, muss die eigene Motivation, das machen zu wollen, wirklich massiv da sein. Ja, ich habe so viele Leute getroffen, die durch Gerichte, die durch Jugendämter in Therapien gezwungen worden sind. 3 Wochen oder einen Monat in der Therapie clean zu sein, ist keine Kunst. Wieder rauszukommen und dann nicht rückfällig zu werden über Jahre, das ist dann der Deal, um den es geht. Das ist ja häufig die Frage, was ist die bessere Methode? Eine ambulante Versorgung oder eine stationäre Versorgung? Ja, das kann ich nicht beantworten. Ich bin jetzt kein Arzt, kein Suchtexperte. Das ist wirklich, glaube ich, ganz individuell. Muss das entschieden werden. Das ist ja auch so eine Botschaft, die ich sagen möchte, dass gerade in so einem schwierigen Thema wie Sucht es keine Pauschalitäten gibt. Ja, also alles ist individuell. Jeder Konsument oder Konsumentin hat bewusste oder unterbewusste Gründe, warum er das tut. Die weiß er oft selber nicht. Ja, wie es bei mir war zum Beispiel, diese Verletzung in der Kindheit. Und darum kann auch wenn man motiviert ist, aufzuhören, bei mir war es ja zum Schluss so, die letzten 3 Jahre habe ich das nur noch gezogen, weil es ging mir eigentlich wirklich nur um den Moment des Lines-Ziehens, um diese Minute, dass ich mir das hingelegt habe. Ich habe es zerdrückt mit der Bankkarte damals unterm Geldschein. Das Knirschen, das hat mich immens getriggert. Dann das Reinziehen. Christel tut ja auch immens weh, wenn man es in die Nase zieht. Und dieser Schmerz war für mich Erfüllung. Und dann war der Hype eigentlich schon vorbei. Es ging wirklich nur um diese 20 Sekunden. Und alles, was danach kam, war eigentlich nur Abklatsch. Also ich hatte eine Stunde, sage ich mal, einigermaßen hoch und dann folgten wirklich tagelang die Phasen des Runterkommens zur Depression etc. Es war schon vorbei. Sie sind als Zivildienstleistender da reingerutscht. Wie haben Sie es finanziert? Ja, also Zivildienst, da fing das so langsam an. Ich muss auch sagen, ich war ein Konsument, der immer gearbeitet hat. Zwar Niedriglohnjobs, wie man es heute sagt. Also ich habe ja dann 2007, gab es ja bei mir einen richtigen Lebensumbruch, also mit neuem Studium, Christel aufhören etc. Christel ist sehr kostengünstig, es ist nicht teuer. Ja, also klar kostet ein Gramm 60 bis 70 Euro in Leipzig. Da würden jetzt manche sagen, ist doch teuer, aber es hat halt eine ganz andere Potenz. Ja, also ich muss es vielleicht mal bildlich sagen, also so eine Line Kokain, die ja, was ja fast dasselbe Preisniveau hat,
2-3 Stunden wird man damit beschäftigt sein. Dieselbe Menge Kristall ist man bei 48 bis 72 Stunden. Also da sieht man mal die Potenz, die dahinter steckt. Ja. Haben Sie auch Zahlen über Deutschland, wie viel Abhängige es von Crystal Meth gibt? Denn die in den USA sind ja sehr erschreckend über die vergangenen 10, 20 Jahre. Absolut, obwohl USA gerade eine Opiatkrise eigentlich auch haben. Ja, das ist da gerade aktuell. Ich glaube kaum, dass es verlässliche Zahlen gibt. Ja, weil was ich so festgestellt habe, dass ja die mediale Berichterstattung über Crystal und auch vielleicht auch die fachliche Auseinandersetzung damit erst mit der deutschen Ausstrahlung von Breaking Bad stattgefunden hat. Weil es dort Thema war. Ja, weil vorher, da war meine Suchtkarriere ja schon fast vorbei. Und die erste und zweite Generation der User haben wir ja schon verloren gehabt. Die sind entweder tot gewesen, haben sich behindert konsumiert. Also ich habe meine erste Line Crystal 1997 gezogen. Das muss man auch mal erwähnen. Zone C ist das Porträt einer Jugend, die nicht einmal mehr für den Augenblick lebt. Ein düsterer Blick in den Abgrund. Das schrieb die Mitteldeutsche Zeitung über das Buch von Sebastian Kasper. Herr Kasper, würden Sie das unterschreiben? Ja, natürlich. Also, obwohl Generation ja sehr groß gefasst ist. Aber wir müssen ja schon irgendwo sehen, dass eine große Strömung dieser Generation, und da meine ich ja mich eigentlich damit, also diese Wendegeneration, ja irgendwo auch gescheitert ist. Trotz aller Möglichkeiten. Und das ist ja das Spannende. Ja? Gescheitert inwiefern? Gescheitert in dem Sinn, dass eigentlich, und da will ich es, also ich bin weit entfernt von Schuldigen suchen, ja, aber man muss schon vorstellen, dass ja von heute auf morgen ein gesamtes Leben weggebrochen ist. Also wenn ich mir überlege, dass ich noch Jungpionier und Thälmann-Pionier war und noch Altstoff gesammelt habe in der DDR, die Stasi bei uns zu Hause war, weil wir ja konfessionell sind und christlich sind, und von heute auf morgen war das alles weg. Und es war auf der einen Seite eine Art Eldorado, weil die Staatsgewalt kam nicht hinterher. Ja, also die Polizisten von damals hatten keinerlei Ahnung von Drogen, auch gerade so parallel zu den neofaschistischen Eruptionen, die ja damals im Osten passiert sind. Ja, es war ja wirklich völlig frei. Und zum anderen einfach auch ein Scheitern an den Möglichkeiten, die man hat, weil man war es eigentlich immer gewohnt, dass einem gesagt wird, wo es lang geht. Das war ja sehr strukturell. Plötzlich sagt niemand mehr etwas. Genau. Und es ist vielleicht auch der Preis der Freiheit. Ja, also ich finde auch Drogenmissbrauch, politische Ränder, Extremismus, ist auch alles ein Preis der Freiheit. Das erleben wir ja. Ja, und das ist immer sehr schwierig. Wir wollten über das Missverhältnis sprechen, was es im Konsum gibt bei Crystal Meth. Mhm. Denn da gibt's regionale Muster. In Sachsen und Thüringen haben fast 2% der 18- bis 64-Jährigen schon mal Crystal Meth konsumiert. In Nordrhein-Westfalen 0,3%. Mhm. Welche Gründe gibt es dafür? Ja, zum einen, und da muss man sich jetzt die letzten 20 Jahre mal anschauen, weil es ändert sich gerade, sage ich gleich was dazu. Also 90% des in Deutschland konsumierten Crystals kommen ja aus Tschechien. Ja, wird dort hergestellt, wird dort vertrieben auf diesen vietnamesischen Märkten. Das muss man leider so erwähnen. Das heißt dort Pico. Und dort kostet ein Gramm 5 bis 10 €. Ja, also sehen Sie schon, was für eine Dynamik wir hier haben. Also Süchtige fahren rüber, holen sich für einen Spottpreis das Zeug, um das dann Stunden später in Dresden, Chemnitz und Oberfranken, ist so noch so ein Strich, Landstrich, wo es abgeht, um ein Vielfaches zu verkaufen, ihre Sucht zu finanzieren durch Wegfall der Grenzkontrollen 2007, haben wir hier ein Problem, was eigentlich gar nicht mehr handelbar ist. Das ist das eine, ja, Nähe zum Herkunftsland. So, dann muss man auch sagen, dass das ändert sich, wie gesagt, gerade, also der Osten ja schon eine strukturschwache Region war, also nach der Wende große Arbeitslosigkeit. Viele, viele Lebensmodelle sind zerschlagen worden. In der DDR haben die Leute 20, 30 Jahre in einem Betrieb gearbeitet. Von heute auf morgen waren die Jobcenter-Kunden. Und Sie haben es eben bei sich begründet mit einem Betäuben, den Schmerz betäuben, ähnlich wie das der Alkohol macht. Mhm. Vielleicht ist das dann auch eine Motivation gewesen. Genau, also ich bin immer vorsichtig, solche Pauschalsachen zu erzählen. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Aber ich kann ja einfach eine Generation sehen, die ja entwurzelt worden ist.
Ja, ich meine, und natürlich sind die Verdienste im Osten heute immer noch geringer als im Westen. Das ist ja auch ein Punkt. Ja, man kann sich Crystal einfach mehr leisten. Kokain war teurer, obwohl das auch gerade sehr runtersackt vom Preisniveau her. Sebastian Kaspar in SWR1 Leute, es braucht noch sehr viel Aufklärungsarbeit. Das ist bei Ihnen rauszuhören, bei der Präventionsarbeit hinsichtlich von Crystal Meth. Wie sieht denn für Sie eine gelungene Präventionsarbeit aus? Ja, ich kann mich da ja, also es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene, wo ich mich jetzt betrachte, was ich mache und was ich eigentlich vom Land erwarte. Also Sie gehen in Schulen beispielsweise? Richtig, ich gehe seit 7 Jahren an zu 95% Schulen, was sehr, sehr früh anfing. Das Buch kam ja 2014 schon raus und 2014 hatte ich auch schon die ersten Veranstaltungen, in denen ich mich noch nicht geoutet hatte. Das ist auch ganz interessant. Ich habe mich erst nach ein paar Veranstaltungen geoutet, weil ich hatte Angst, aber das kann man vielleicht nachher noch überreden. Vielleicht können Sie es kurz ansprechen, weil jetzt wird man neugierig, warum hatten Sie die Angst, was hätte passieren können? Also natürlich, ich habe das Buch geschrieben und mir war bewusst, das ist ein krasses Thema. Das ist auch ein Thema, was mich sehr in den Fokus rücken wird und wo es Fragen geben wird. Und ich habe einfach Angst gehabt vom Outing. Ich hatte Angst vom gesellschaftlichen Stigma, vor der Familie, vor meinem Arbeitgeber. Ja. Und habe da wirklich das ganze Jahr 2014, wo ich schon viele Interviews hatte, und Veranstaltungen immer negiert, dass ich Ex-Konsument bin. Also ich habe das auf ganz literarische Weise verkauft. Ich habe halt so ein Buch über die Droge geschrieben. Was hat ausgelöst, dass Sie sich dann doch zu erkennen gegeben haben? Ja, wollte ich gerade erzählen. Gut. Genau. Dann gab es eine ganz legendäre Situation eigentlich. Ich weiß auch noch genau, in welcher Stadt das war. Das war in Gräfenhainich in an der Ferropolis-Schule. Das ist in Sachsen. Da gibt es das große Festival. Ja, richtig, gab es dieses Jahr noch nicht, ja. Mhm. Und da saß, dann habe ich halt auch meine Lesung da gemacht. Das war damals halt wirklich noch Lesung, weil ich habe nicht viel über mich erzählen können, weil ich war nicht der offizielle Konsument, Ex-Konsument, ja. Und natürlich kam in jeder Veranstaltung, in jedem Interview kam immer die Frage, und Herr Kaspar, haben Sie auch? Ja. Ja, und ich konnte die Frage nicht mehr hören, weil ich musste immer lügen. Und ich bin eigentlich niemand, der lügt. Also ich bin eigentlich jemand, der da sehr straight ist. Und da in der ersten Reihe saß ein Junge und der fragte mich auch diese legendäre Frage, Herr Kaspar, haben Sie auch konsumiert? Und ich habe den damals ganz unprofessionell, ganz unfreundlich abgebügelt, habe gesagt, nee, habe ich nicht, lass mich in Ruhe, weil ja, es war schon das Ende irgendwo. Ja, also ich konnte es nicht mehr ertragen, die Frage zu hören. Naja, und da kam eine Lehrerin nach der Veranstaltung auf mich zu und sagte, Herr Kaspar, ja, Sie müssen entschuldigen, der Junge, der ist immer ein bisschen frech und aufmüpfig, der ist nämlich ein Heimkind. Also hat den Heimaufenthalt des Jungen als Negativlabel verwendet. Und auf dem Weg zurück auf der Autobahn dachte ich mir, Mensch Sebastian, dieses Kind haben Sie eigentlich ein Leben lang verarscht. Ja? Das haben Sie vielleicht geschlagen, missbraucht. Weil es braucht einiges, um in Deutschland ins Heim zu kommen. Und jetzt stehst du vor ihm und lügst ihn auch noch an. Und das war so ein starkes Bild, so eine starke Situation, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Konnten Sie es aufklären mit ihm? Nein. Konnten Sie nochmal zu dieser Schule hin? Nee, leider nicht. Also das kam schon mal in einem Interview. Also ich rücke es mir so zurecht, dass ich, sage ich mal, ihm gerecht werde, dass ich eigentlich in fast jedem Interview mit ihm erzähle. Ja, also ihm da auch einen Sockel gebe. Und ja, was ich noch sagen wollte, was auch noch dazu gehört, was wichtig ist. Nach dem Outing, das war dann in der Welt am Sonntag, also überregional, ist was ganz, ganz Wichtiges eingetreten, eine richtige Lebenserfahrung. Alle meine Ängste, alle meine Sorgen, die ich diesbezüglich hatte, bezüglich des Outings, sind nicht eingetreten. Sebastian Kaspar zu Gast in SWR1 Leute. Sie haben von Ihrer Präventionsarbeit in Sachen Crystal Meth gerade erzählt, dass Sie an Schulen gehen. Was erwarten Sie denn an offiziellen Stellen? Was sollte da noch passieren? Naja, also ich bin ja jemand, der auch, wie Sie es auch schon gesagt haben, auch so nach Amerika blickt. Das ist immer so ein guter Vergleich, weil die haben da auch eine massive Methamphetamin-Problematik gehabt oder haben sie immer noch. Und wir sehen einfach, das wird dort viel, viel aggressiver angegangen, das Thema. Das ist in Deutschland halt noch ein bisschen altbacken. Ja, also ich könnte mir jetzt hier nicht vorstellen, dass an Straßenbahnhaltestellen Aufklärungsplakate über Crystal Meth hängen. Das bräuchte es aber, finde ich. Ja, es bräuchte kurze Videoclips, radikale Videoclips. Wären das dann diese dramatischen Bilder, wo Sie eben gesagt haben, naja, das entspricht nicht wirklich immer zwingend diesem Bild? Es gibt ein super Projekt, was ich sehr liebe. Das ist das Montana Meth Project. Und das war ja so ein Softwaremillionär, der da in Montana das in die eigene Hand genommen hat. Und die haben ja wirklich radikalste Videoclips
produziert. Also wir müssen ja auch uns überlegen, wie hoch ist heute die Aufmerksamkeitsspanne der Kids? Welche Medien konsumieren die? Und dann 10, 15 Sekunden solche Clips rauszuhauen. Und wer sich das mal anschauen möchte auf YouTube, das sind, also die sind eindringlich. Die sind wirklich eindringlich. Womit ich ein Problem habe, was Sie gerade sagt, mit diesen Vorher-Nachher-Bildern. Das ist möglich, so auf Crystal auszusehen, aber es sind amerikanische Verhältnisse. Es ist ein desaströses Gesundheitssystem. Es sind Leute, die im Trailerpark wohnen, also so typisches White-Trash-Milieu. Und ja, dann sieht man halt auch so aus. Da bekommt man halt nicht von der AOK einen Zahnersatz, wie hier in Deutschland noch. Das verfälscht das ein bisschen. Ja. Und Ihre Präventionsarbeit an Schulen, wo merken Sie, dass Sie erfolgreich waren? Gibt's da Kriterien? Na, ich merke das ja, wenn ich, also eine erfolgreiche Veranstaltung ist eigentlich, also erstens würde ich sagen, ich habe von ungefähr 500 Veranstaltungen noch nie eine abbrechen müssen. Das ist schon mal ein guter Schnitt. Und zweitens ist es eine gute Veranstaltung, wenn wir am Schluss gar nicht mehr über Crystal reden, sondern übers Leben, übers Erwachsenwerden, ja, über die Herausforderungen und die Verführungen des Erwachsenwerdens. Und wenn ich, und Situationen sind auch, wo ich merke, es ist irgendwie mir gelungen, auch eine Brücke zu schlagen, weil ich habe nicht den Anspruch, jemanden zu retten. Ja, ich bin ja nicht der Messias oder so. Aber wenn dann so 12-jährige Mädchen, eine Situation in Dresden erlebt, 12-jährige Mädchen nach der Veranstaltung zu mir kommen und sagen, Herr Kasper, ja, also immer wenn es uns langweilig ist hier, dann setzen wir uns am Wochenende an der Bushaltestelle und schmeißen uns 2 Ecstasy-Pillen, 12 Jahre. Sind das Sachen, da schlucke ich auch ein bisschen. Ja, und dann versuche ich natürlich auch mit denen in Kontakt zu bleiben. Darum ja auch dieses Engagement auf YouTube, Instagram, weil das sind die Sachen, wo man denen begegnet. Und ganz konkret bei diesen 2 Mädels, wie gehen Sie da vor? Was geben Sie denen mit? Naja, ich versuche denen schon noch erstmal klarzumachen, dass das jetzt nicht normal ist, sich mit 12 jedes Wochenende eine Pille zu knallen. Aber ich weiß auch, dass ich da, jetzt nicht so einen großen Einfluss drauf habe. Letztendlich ist schon viel damit getan, wenn jemand das erstmal weiß, das nicht wertet, ja, und versucht dann auch in Kontakt zu bleiben. Also was ja auch eine riesige Bastion ist, und das sieht man im Netz ja gar nicht, auch auf meiner Arbeit, ist auch die Arbeit mit den indirekt Betroffenen. Ich habe ja fast so viel Kontakt auch zu Eltern von süchtigen Kindern. Und das ist ein Thema, was mich interessiert, weil die fallen oft hinten runter. Wir reden immer viel über Konsumenten, aber eben nicht über die Leute, die da mit drin hängen in dem System. Ja, und die Betroffenen, die oft hilflos daneben stehen, aber es vielleicht auch erst gar nicht merken. Also woran könnten Eltern feststellen, dass ihre Kinder jetzt vielleicht gerade betroffen sind? Speziell Crystal jetzt? Ja. Also ich bin der Meinung, wenn man ein gutes Mutter-Kind-Beziehung hat oder Eltern-Kind-Beziehung, hat man schon Antennen, die so schauen, geht's meinem Kind gut oder nicht. Ja, auf jeden Fall gibt's auch Marker für einen Crystal Meth Konsum. Das ist zum Beispiel, wenn das Kind von heute auf morgen aufhört, seine Hobbys nachzuverfolgen. Ja, nicht mehr zum Sportverein geht, nicht mehr zur Musikschule, Freundeskreis ändert sich, das Kind ist früh um 4 wach. Das sind auch solche Geschichten. Ja, so früh um 4 wach ist eigentlich kein normaler Mensch. Aber Sie haben ja Musik gemacht auf Droge. Ja. Also richtig, aber in meiner Band dann, ja. Und ich muss sagen, bei mir fing der Drogenkonsum ja auch wirklich erst eigentlich massiv an, als ich zu Hause raus war. Ja, das ist heute ein bisschen anders, das muss man auch noch erwähnen. Also wir haben heute in Leipzig ein Einstiegsalter bei Crystal von 10 bis 12 Jahren. Wir reden über Kinder, die härteste Drogen konsumieren. Und das ist, wenn ich meine Suchtgeschichte betrachte, eine ganz neue Steigerung. Eine Verschlechterung des Problems auf jeden Fall. Sebastian Kasper ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie haben eben gesagt, ja, es klingt irgendwie pathetisch, aber die Liebe hat Ihnen persönlich aus dem Drogenkonsum herausgeholfen. Können Sie uns diese Geschichte erzählen, auch wenn es etwas Persönliches ist? Aber ich glaube, Sie verbinden es mit einer Botschaft. Ja, na, das ist kein Problem. Das erzähle ich ja nun wirklich in jeder Klasse. Und das ist auch was, worauf man stolz sein kann. Das ist ja was Schönes. Das klingt jetzt erstmal immer so dahergesagt, die Liebe hat mich gerettet. Ja, da verlieren sicherlich einige die Augen. Aber es stimmt ja. Liebe kann ja Berge versetzen. Und was viele Leute nicht begreifen, ist, dass man sich eben auf diese Liebe einlassen muss. Aber wie ist die Ihnen begegnet in einer Situation, genau, wo Sie drogenabhängig waren, wo es Ihnen schlecht ging? Was hat Sie da rausgeholt? Ja, meine Liebe, ich nenne es mal meine Ehefrau heute, ist mir ja begegnet, als ich 17 war und noch nicht auf Droge war. Also ich war mit 17 das erste Mal in Bali und habe dort meine zukünftige Ehefrau
ja, am Strand getroffen. Das war was ganz Unschuldiges, eine Begegnung eigentlich nur. Und diese Begegnung hatte aber so eine Magie, hatte so einen Einfluss auf mich, dass daraus eine Brieffreundschaft entstanden ist. Ich meine, wir reden von 95, ja. Und dann ist das aber auch eingeschlafen und dann fingen die Drogen in Deutschland an. Aber ich habe diese Frau nie vergessen. Sie war irgendwie immer da. Und dann habe ich, 2002 bin ich wieder nach Bali geflogen und habe dieses Mädchen gesucht, habe sie gefunden und aus diesem Mädchen ist eine Frau geworden und ich habe mich wirklich unsterblich verliebt. Also ich versuche jetzt dir gerade in diesen 3 Minuten 10 Jahre zu raffen. Ja. Und da steckt eine enorme Distanz dazwischen. Mhm. Wie haben Sie dann zu einer Partnerschaft gefunden, die Sie auf Augenhöhe führen konnten, wo Sie noch drogenabhängig waren? Das waren ganz viele Täler, die man durchschritten hat, ganz viele Zweifel. Jeder hat mir davon abgeraten, das anzugehen. Eine Frau aus Bali, 13.000 Kilometer. Ich meine, ich war damals ja auch mittellos. Ja, ich habe Niedriglohnjobs gemacht. Das war eigentlich unmöglich. Eigentlich war es unmöglich. Und ich bin aber jemand, der ein sehr extremer Typ ist. Da kommen Ihre Grenzerfahrungen wahrscheinlich wieder rein. Genau. Man muss es. Ich mach's mal bildlich. Ich habe mich eigentlich von einer stoffgebundenen Sucht hin zu einer stoffungebundenen Sucht namens Liebe gestürzt. Ich habe alles in Deutschland abgebrochen, habe meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt. Bin für ein Jahr nach Bali geflogen mit ganz wenig Kohle, habe dann das irgendwie dorthin bekommen. Ist auch eine Visa-Geschichte, aber ist ja Wahnsinn. Wenn einen die Liebe treibt, ist alles möglich, meiner Meinung nach. Sie sagen ja auch, der Zweifel ist wichtig. Und Nietzsche hat gesagt, nicht der Zweifel, die Gewissheit ist das, was wahnsinnig macht. Also vielleicht war der Zweifel, gar nicht zu wissen, wie es ausgeht, auch etwas, was sie motiviert hat. Also mein Poesiealbumspruch ist ja, traue dem, der zweifelt. Den mag ich ja auch sehr, genau. Und natürlich, und das muss ich jetzt noch kurz erwähnen, es musste auch ab einem gewissen Punkt eine ganz bewusste Entscheidung für diese Frau geben. Für diese Frau heißt für dieses Leben, für dieses Auf Wiedersehen zu dem anderen Leben. Ja. Und man muss natürlich sagen, ihre Frau war bereit, sich auf einen Drogenabhängigen einzulassen. Das oder? Wusste sie damals noch nicht so. Also sie ist Balinesin gewesen, also ganz behütet aufgewachsen. Sie hatte keinerlei Vorstellung. Ja, das ging dann schon so parallel. Ich meine, 2007 war der Ausstieg aus dem Crystal, war der Einstieg ins Studium wieder. Das war ein richtiger Lebenswandel. Sie haben dann in Leipzig studiert. Genau, da war ich dann ein Einser-Student. Das war ein absoluter Knoten, ist da geplatzt. Da war ich 30. Und das war für mich wirklich ein absoluter Lebensumbruch. Da ging das mit meiner Frau richtig los. Dann bin ich auch 2 Jahre nach China gegangen, habe ja 2 Jahre in China gearbeitet, in Shanghai, habe meine Frau nach China geholt. Fragen Sie mich nicht, wie ich das alles gemacht habe. Es war möglich. Ja. Und ja, dieses Jahr sind wir dann 10 Jahre verheiratet und haben ein wunderschönes Kind. Herzlichen Glückwunsch dazu. Merci. Und danke für Ihre Offenheit und das Erzählen in SWR1 Leute.